Reicherter ist unser erster Redner. Er ist Mitglied der Juristen gegen S21 und hat als erfahrener Richter und auch als Leidtragender einer unsauber und politisch agierenden Justiz in unserem Bundesland schmerzliche Erfahrungen sammeln müssen. Er hat damit aber auch die Kraft zum Widerstand gegen diese. Dieter, herzlich willkommen. Das Mikrofon steht dir bereit. Guten Abend zusammen. Es ist schön, wieder mal da oben zu stehen und auf euch runterzuschauen. Nicht sprichwörtlich gemeint. Ja, dann fange ich mal an. Liebe Freundinnen und Freunde der Wahrheit, gerne erzähle ich ergänzend zu den wöchentlichen Berichten in der Kontext-Wochenzeitung etwas über den Wasserwerferprozess beim Landgericht Stuttgart. Dort sind zwei Polizeibeamte am schwarzen Donnerstag als sogenannte Einsatzabschnittsleiter im Schlossgarten tätig angeklagt. Sie waren das Bindeglied in der Befehlskette zwischen den einzelnen Polizisten, die vor Ort ihren Dienst taten oder das, was sie für ihren Dienst hielten, und dem Polizeiführer Stumpf mit seinem Führungsstab, die sich im Präsidium am Pragsattel fein raushielten. Ob sich auch andere weit oben in der Politik angesiedelt fein raushielten, will ich hier mal nicht diskutieren, obwohl ich nach Lektüre vieler Dokumente im Staatsministerium hier in Stuttgart dazu eine klare Meinung habe. Zurück zu unseren beiden Angeklagten. Ihnen wird nicht etwa vorgeworfen, für Verletzungen durch Pfefferspray, Reizgas, Schlagstöcke, Wasserwerfertreffer insgesamt verantwortlich zu sein. Ihnen wird auch nicht vorgeworfen, sich nicht um die medizinische Behandlung der Verletzten gekümmert zu haben. Sie sind auch nicht angeklagt, weil Pfefferspray verbotenerweise gegen Kinder sowie ohne Einhaltung des Mindestabstands gegen hunderte Menschen eingesetzt wurde. Nein. Nein, die Staatsanwaltschaft hat schon im Jahr 2013 entsprechend der Weissagung ihres früheren Chefermittlers Häusler vom Dezember 2010 also im Jahr 2013 endlich festgestellt, dass alles rechtmäßig gewesen sei, bis auf die Wasserwerfertreffer an den Köpfen. Da hat sie gerade mal 9 Verletzte gefunden, wie sie auch insgesamt nur 130 Verletzte gezählt hat. Nun hat sich allerdings im Wasserwerferprozess bereits durch die Vernehmung von 10 verletzten Menschen herausgestellt, dass nur einer von ihnen vom Roten Kreuz behandelt wurde und deshalb in dieser offiziellen Zahl von 130 enthalten ist. 9 von diesen 10 Zeugen wurden dagegen nicht vom Roten Kreuz behandelt und tauchen in den 130 überhaupt nicht auf, darunter auch unser Dietrich Wagner. Nun habe ich mal ein mathematisch begabtes Milchmädchen zu Rate gezogen und mir bestätigen lassen, dass es 1300 Verletzte gegeben haben muss, wenn, wie gerade bewiesen, nur jeder 10. amtlich gezählt wurde und dabei 130 rauskam. Ich bin überzeugt, dass zumindest diejenigen, die sonst gern selbst Statistiken für das tolle Projekt S21 erstellen, von meiner hieb- und stichfesten Berechnung überzeugt sind. In keiner Zahl sind aber diejenigen enthalten, die traumatisiert wurden, die seitdem den Schlossgarten nicht mehr betreten können, Panik beim Ertönen von Polizeisirenen bekommen, das Vertrauen in die Polizei
und gar in unseren Staat, der sich Rechtsstaat nennt, verloren haben. Das aber sind Verletzungen, die möglicherweise niemals mehr verheilen werden. Aber auch die amtliche Zahl der Kopftreffer durch Wasserstöße trifft so nicht zu. Allein aufgrund unserer Kontextberichte haben sich bei der Redaktion bzw. auch direkt bei mir mehrere Menschen gemeldet, die auch am Kopf verletzt wurden, aber keine Anzeige erstattet haben. In diesem Zusammenhang habe ich an euch jetzt eine wichtige Bitte, dass sich nämlich weitere Zeugen melden, nämlich alle durch Wasserwerfer verletzte, durch Pfefferspray verletzte Kinder, durch Schlagstücke verletzte, vor allem aber auch ganz dringend Menschen, die auf den Bäumen vom Wasserwerfer angegriffen wurden. Wichtig sind auch Zeugen, die vor Ort Polizeibeamte auf Verletzte aufmerksam gemacht oder deswegen mit Polizei, Rettungsdiensten, Behörden telefoniert haben. Und schließlich brauchen wir auch diejenigen, die konkrete Tatsachen zum Einsatz von Reizgas berichten können. Also zum Beispiel ärztliche Feststellungen, Untersuchungsergebnisse von Kleidungsstücken, Beobachtungen über das Hantieren mit den Kanistern am Wasserwerfer. Wenn ich von wir spreche, meine ich zum einen die Anwältinnen und Anwälte der Verletzten im Prozess, die die Arbeit tun müssen, welche die Staatsanwaltschaft nicht geleistet hat. Und natürlich auch Jürgen Bartle von der Kontext-Wochenzeitung und mich, damit wir weiter jede Woche aktuell und mit Informationen berichten können, die andere Medien nicht bringen. Noch eines zum Schluss. Danke, das finde ich ganz toll, die Anerkennung. Noch eines zum Schluss. Gute Arbeit unserer Anwälte im Prozess zeigt sich nicht in spektakulären Aktionen, sondern in sorgfältiger Aufklärung. Und die liegt noch vor uns, denn bislang wird nur das vom Gericht festgelegte Programm abgespult. Jetzt vielen Dank an euch alle für die vielfältige Unterstützung und Anerkennung und wie immer oben bleiben. Danke. Vielen Dank, Dieter. Du siehst daran, dass das Thema uns alle sehr berührt, immer noch und weiterhin.